Die Reise beginnt stürmisch. Wir brauchen Tage, um ans Ziel zu kommen. Auf dem Weg in den äußersten Nordosten Afghanistans. Es geht um die größte Operation der Bundeswehr in ihrer Geschichte. Es geht um das Ende des blutigsten Einsatzes seit dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um den Rückzug aus Afghanistan bis 2014. Die Bundeswehr nennt beginnt 1200 Meter über dem Meeresspiegel in einer abgelegenen Gebirgsregion des Hindukusch. Schließlich erreichen wir die Provinzhauptstadt Faisalabad. Umgeben von einem Hochgebirgspanorama liegt das Bundeswehrcamp in einem Talkessel. Hier haben die Deutschen 8 Jahre lang ein Feldlager aufgebaut. Jetzt ist es der erste größere von insgesamt 7 Stützpunkten in Afghanistan, den die Bundeswehr wieder aufgibt. Und bei über 40 Grad Höhensonne eine schweißtreibende Knochenarbeit mit Sonnenbrandgarantie. Ob Bett oder Schrank, Drucker oder Telefon, Jeep oder Panzer, alles muss verstaut, verzurrt oder verpackt werden. Das ist nichts für einen schweren norddeutschen Jungen. Wie oft haben wir das schon gemacht? Kann ich nicht sagen. Ich versteife hier jeden Tag so zwischen 5 bis 10 Container. Von daher, mitzählen tue ich es nicht. Jetzt, wo wir noch 33 Grad haben und keine 45 Grad mehr haben, das ist halt ein Unterschied. Weil dann hast du ja hier 60 Grad. Und wenn du das dann machen musst, dann weißt du auch, was du dich da hast. Aber wenn man das hier den ganzen Tag gemacht hat, braucht man abends auch keinen Sport mehr. Aber die Sporthalle habe ich nur einmal gesehen. Das war, weil ich einen Kameraden gesucht habe. Gibt's auch Bruch? Ja, sicherlich. Ja, aber das kriegen wir ja nicht zu erfahren. Hunderte Tonnen Material müssen in hunderte Container verpackt und verschickt werden. Etwas Vergleichbares gab es noch nie. Faisalabad ist das Modellprojekt. Der ist jetzt verstaut und versteift. Ja. Der linke? Ja, der linke. Der kommt jetzt dann auf den Containerträger und dann bringt er den raus in den Meterstreifen. Der geht morgen auf Reise. Ja? Es kommt nur noch ein Lehrer rein. Jetzt kommt nur einer rein. Für den komplizierten Abzug braucht die Bundeswehr Spezialisten wie Marius P. Er ist Logistiker und stellvertretender Chef des Abbauzuges. Er kennt sich aus mit schwerem Gerät, weiß, worauf es ankommt. Trotzdem, ganz ohne Probleme geht es nicht. Schwierigkeiten gab es diesbezüglich natürlich, dass wir hier mit Material arbeiten, was seit mehreren Jahren im Einsatz ist, auch natürlich dem Verschleiß unterliegt. Und wir sind natürlich immer bestrebt, Reserven zu bilden. Aber wenn das Material durch Motorschaden oder Hydraulikschaden ausfällt, ist es natürlich sehr schwierig, unsere ganzen Container umzuschlagen. Ja, wir reden hier von ca. 450 Container Umschlagleistung. Und dann müssen wir teilweise im Schichtbetrieb arbeiten. Es gibt viel zu tun. Vor allem die Rückführung der Fahrzeuge ist eine große Herausforderung. Bei der Verladung muss alles stimmen. Kann die nicht bewegen. Präzises Arbeiten ist gefragt. Oft geht es um Millimeter. Besonders der erste Streckenabschnitt hat es in sich. 400 Kilometer mit Lastwagen örtlicher Speditionen auf kaum ausgebauten Landstraßen durch Gebiete von Aufständischen bis nach Mazar-i-Sharif, dem Hauptstützpunkt der Bundeswehr in Afghanistan. Knapp 800 Tonnen Material packen die Soldaten in Container und Kisten, um sie nach Deutschland zu schicken oder anderswo in Afghanistan weiter zu nutzen. Gefahrgut wie Waffen oder Munition, Technik wie Navigations- oder Sprechfunkgeräte müssen per Flugzeug weggeschafft werden, da der Landweg dafür zu gefährlich ist. Im Feldlager bleibt vieles stehen, da afghanische Polizeikräfte, ANCOP genannt, das Gelände übernehmen.
Wie ist man vorgegangen? Was sollte bleiben und was ist nach Hause gegangen? Wie hat man das gemanagt? Man hat im Frühjahr ein Fact-Finding-Team hier hochgeschickt. Das waren Spezialpioniere aus Husum. Ja. Die sind hier 3 Wochen lang vor Ort gewesen und haben alles aufgenommen. Und man hat dann auf Bundesebene dann entschlossen, was überlässt man dem Nachnutzer. Man hat also quasi dann mit den afghanischen Sicherheitskräften gesprochen. Was könnt ihr benötigen, um eure Operation durchzuführen? Man hat dann quasi einen Kompromiss gefunden und hat gesagt, das und das überlassen wir euch. Was hat man überlassen? Man hat jetzt de facto überlassen die ganzen festen Unterkunftsgebäude, ja, wie wir sie hier hinter uns sehen. Mit Klimageräten, mit Klimageräten, Stromversorgung, mit Wasser. Und die Brunnen werden natürlich auch übergeben, die Stromversorgung und die Ringleitung hier. Vieles bleibt, das Bundeswehrradio Andernach aber nicht. Soldatinnen und Soldaten, liebe Kameraden und Zuhörer von Radio Andernach, wir schalten jetzt den Sendebetrieb Radio Andernach hier in Faisalabad ab. Ja, das waren die letzten Momente Radio Andernach hier in Faisalabad. Wie ist es so? Komisch. Warum? Ja, wie gesagt, Radio Andernach ist jetzt seit 10 Jahren in Afghanistan zu hören, seit etwa 7 Jahren in Faisalabad. Und jetzt gehen quasi nicht nur 7 Jahre PRT-Geschichte zu Ende, sondern auch 7 Jahre Radio Andernach-Geschichte hier in Faisalabad zu Ende. Was passiert jetzt hier? So, hier wird jetzt der Mast eingefahren, woran der UKW-Sender bis vor kurzem hing. Was passiert jetzt mit dem guten Stück? Ja, die Radiokabine, die echt historisch ist, kann man schon sagen, die geht jetzt nach Masai Sharif und geht dann nach Deutschland. Über 6000 Kilometer Transportweg hat sie noch vor sich und soll dann ganz am Ende mal ins Militärhistorische Museum nach Dresden kommen. Wie gesagt, die Kabine ist so grob 32 Jahre alt, wurde 1980, 1981 für Radio Andernach gebaut von der Firma, war dann im Bosnien-Einsatz von 1994 bis zum Jahr 2000. War danach 6 Jahre in Deutschland zur Reparatur, Regeneration und ist jetzt seit 2006 bis jetzt Ende 2012, kann man sagen, im Einsatz und geht jetzt nach Hause. Auch bei der Feldpost in Faisalabad werden die letzten Pakete aufgegeben. Letzte Mal. Wo geht das Paket hin? Es geht nach Deutschland, nach Hessen, in die Rhön, ja, zu meiner Ehefrau und zu meiner Tochter. Ja. Ja, ich hoffe, Sie werden sich freuen. Was zum Rauchen, eine Kleinigkeit, dass man gut riecht. Und für die Gerne ein bisschen Haribos. Als letzter Gruß, dadurch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen hier keinen Strom mehr haben, keine Post mehr haben und rückbauen, wird es so aussehen, dass wir ja, die letzte Möglichkeit haben, hier den Brief nach Hause zu schicken, mehr oder weniger. €6,90. Die letzten Grüße aus der Heimat sozusagen. Ja, genau so. 6,90 Euro aus der Ferne in die Heimat. 3,10 Euro zurück. Gut, auf jeden Fall. Traurig, dass die Feldpost jetzt dicht macht. Ja, es ist immer so ein weinendes und ein lachendes Auge. Natürlich war es auch sehr schön, hier mit den Kameraden zusammen Dienst zu tun. Aber wie schon gesagt, man freut sich dann auch, wenn es wieder nach Hause geht. Wäre ja auch schlimm, wenn es anders ist. Fahren wir zur nächsten Kunde. Moin. Servus. Wollt ihr noch ein Kärtchen nach Hause schicken? Jawohl. Brauche ich noch eine Briefmarke? Mit dem Abbau werden auch die Lebensbedingungen der Soldaten immer rustikaler. Wo gehen wir jetzt hin, Herr Staatsfeldwebel? Wir gehen jetzt in unsere Heiligen Hallen. In die Heiligen Hallen? Ja, unser Wohncontainer. Da wohnen Sie also? Da wohne ich. Und merkt man da auch schon was vom Rückbau? Ja, man merkt was. Man sieht es ja, ich wohne. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist der Schrank. Ansonsten habe ich nur noch Matratzenlager und das war's. Und wie fühlt man sich so spartanisch hier eingerichtet? Ja, das ist halt so, sag ich jetzt mal. Der Dienstherr sieht das so vor und dann müssen wir mitleben. Wir haben das gewusst, dass wir im Einsatz sind, dass wir zurückbauen und damit war's das. Vermissen also nichts hier? Ja, doch, das ist halt so. Aber wir wissen es ja. Wir haben das vorher gewusst, dass wir immer weniger Material haben und weniger Sachen für die Körperpflege, sage ich jetzt mal, das ist halt so. Das ist halt so. Aus dem Schlafcontainer wird ein Matratzenlager ohne Tisch und Schrank, aus der Küche eine Gulaschkanone. Später, nach dem Abtransport der Kühlcontainer,
wird auf Bergsteiger-Trockennahrung umgestellt und ganz zum Schluss gibt es dann nur noch den Schlafsack. Ralf Blasajewski ist der erste Kommandeur in Afghanistan, dessen Hauptauftrag nicht mehr darin besteht, für Sicherheit zu sorgen, sondern einzupacken. Ich bin seit fast 3 Monaten hier in Faisalabad und meine ganze Zeit stand im Zeichen des Rückbaus. Wir sind jetzt am Ende unseres Rückbaus. Es ist ein komisches Gefühl, gebe ich zu sehen, wie hier das ganze Liebgewonnene langsam verschwindet. Wir haben heute die Feldpost zugemacht, gestern wurde unser kleines Lädchen geschlossen. Das Ganze verbindet man doch mit ein bisschen Wehmut. Andererseits weiß man, dass es eine politische Entscheidung ist, dass dieses Lager hier geschlossen wird, als erstes größeres Lager der Bundeswehr. Und das Ganze kann man dann entsprechend auch mittragen. Der Nachmieter ist auch schon da, der Chef eines Bataillons der afghanischen Spezialpolizei Ankop. Er wird mit seinen Leuten hier einziehen. Vorher benötigt er aber noch Unterstützung. Mit Zelten kann die Bundeswehr nicht dienen, dafür aber mit Stromgeneratoren. Warum kaufen Sie Stromgeneratoren für die afghanischen Sicherheitskräfte? Ja, damit die afghanischen Sicherheitskräfte das Lager auch nachhaltig nutzen können. Wie wurde es bis jetzt gemacht? Ja, wir haben ja hier auch Generatoren vor Ort. Das sind aber große Schiffsdiesel, die eine 3-jährige Ausbildung für die Feldwebel bedürfen. Und diese Generatoren können wir logischerweise hier nicht hinterlassen. Bis zum Auszug der Deutschen und Einzug der Afghanen dauert es allerdings noch. Derweil kampieren die 470 afghanischen Polizisten nur ein paar hundert Meter entfernt in einem provisorischen Lager ohne Strom, Heizung und fließendem Wasser. Einige von ihnen werden von der Bundeswehr für die Übergabe vorbereitet. Herzlich willkommen, Kameraden. Heute kriegen Sie die Einweisung bei uns an diesem Brunnen für die Wasserversorgung des Feldlagers, das Sie ja dann übernehmen. Sie kriegen jetzt die Einweisung diesbezüglich, wie die Zisterne, die Wasseraufbereitung und der Druck hier im Lager funktionieren. Ein Übersetzer erklärt zunächst den ABC-Schlüssel. Geht mal hin. Die eine Schnellkupplung. So fest. Dann so rum. Der Feldwebel hat es vorgemacht, nun sind die Afghanen dran. Gar nicht so einfach, aber schließlich klappt es doch. Können Sie uns bitte erklären, wie das Ganze funktioniert? Mit Strom. Mit Strom? Mit Strom. Ich komme vor. Die wollen jetzt wissen, wie man wieder das komplett da drin hat. Ja, ja. Dann, dass man einfach hier, dass man Elektrizität hat. Und ach so, ja klar. Man hat halt irgendwo, hier ist es an der Zisterne, direkt einen Stromanschluss. Und da steckt man die Stecker rein. Und das ist ja deutsche Technik. Wir haben das hier vor einigen Jahren verlegt. Wir möchten natürlich, dass das auch weiter funktioniert. Und dass die Kameraden von Ankop verzugslos hier einfließen können. Wenn wir dann hier herausgenommen worden sind aus dem Einsatz hier. Und der Stabsunteroffizier ist hier federführend für den Bereich Wasseraufbereitung und der kennt seine Gerätschaften aus dem FF und weiß halt auch, wo so ein paar Tricks sind und die wollen wir halt mitgeben. Von Gebäuden bis Duschcontainern Werte von 6 Millionen Euro werden übergeben. Es besteht die Gefahr, dass mangels richtiger Wartung alles schnell unbrauchbar wird. Das will die Bundeswehr verhindern. Soweit alles korrekt. Wir haben hier zum Einstellen hier oben eine Markierung, dann kann ich den Boiler auf 3 Temperaturen einstellen. Und ich denke mal, die werden das alles so weit hinkriegen, dass es auch in Betrieb bleibt. Was ist die Schwierigkeit dabei, dass es in Betrieb bleibt? Ja, ich denke mal, ein großer Augenmerk wird auf die Sauberkeit und das wird der große Punkt sein, dass es einfach sauber bleibt und dann funktioniert das eigentlich alles. Eine offene Frage ist überdies, ob es den einheimischen Sicherheitskräften nach dem Abzug der Deutschen gelingen wird, in der Region für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Der Abzug wird bestimmt Auswirkungen auf die Sicherheitslage haben. Es wird sich einiges ändern, der Feind wird sich regen.
Aber mit der Zeit werden wir alles in den Griff bekommen. Die Provinz Badakhshan mit der Hauptstadt Faisalabad im Nordosten des Landes an der Grenze zu China und Pakistan ist etwa so groß wie Dänemark. Viele Gegenden sind nur zu Fuß oder mit dem Esel zu erreichen. Die Analphabetenrate liegt bei 70%. Das Wegenetz ist schlecht. Im Winter sind manche Regionen monatelang von der Außenwelt abgeschnitten. Unter dem Schutz der Bundeswehr hat die deutsche Entwicklungshilfe einiges auf den Weg gebracht. Kernziel: die Schaffung von Arbeitsplätzen für die ländliche Bevölkerung. Beispiel: eine Kaschmirfabrik, in der die feine Wolle der Kaschmirziege weiterverarbeitet wird. Hermann von Bommel von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, hat das Projekt auf den Weg gebracht. Also da, wo der Rubel rollt, schweigen die Waffen. Und so sehen wir halt eben auch unseren Auftrag, den Leuten eine Perspektive zu geben, eine Sicherheit zu geben und eine eigene Existenz, auf die sie dann auch noch stolz sein können. Wir konzentrieren uns auch noch auf Produkte, die einen wirklichen Signalcharakter haben hier für die Region. Und das ist halt nun mal, Afghanistan ist berühmt für hochwertigste Trockenfrüchte, also Walnüsse, Mandeln, aber auch Rosinen, getrocknete Äpfel und so weiter. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, Afghanistan ist berühmt für die besten Lapis-Lazuli-Minen weltweit. Ne? Auch Edelsteine, ne? Ein Teil der Juwelen aus der englischen Krone kommen hier aus Badakhshan. Und das dritte Thema ist eben Kaschmir. Also Kaschmir ist auch eine sehr hochwertige Faser und verspricht eben hohe Wertschöpfung und hohe Einkommen für die Leute, die sich damit beschäftigen. Afghanistan ist der drittgrößte Kaschmirproduzent der Welt. Doch in den letzten 50 Jahren hatte das Land nie die Möglichkeit, die Weiterverarbeitung selbst zu machen. Abdul Bashir Hotak hat das jetzt mit Hilfe der GIZ geändert. Wir beginnen mit 1000 Hirten. Wir geben ihnen die Chance, ihre Kaschmirwolle für einen guten Preis hier im Land zu verkaufen. Und wir geben 1000 Frauen eine Arbeit und eine berufliche Zukunft, denn die Kaschmirwolle muss ja gewebt werden. Das alles ist gut für Badakhshan. Gute Arbeit und gutes Einkommen für Hirten und für Frauen. Jede Gesellschaft ohne Arbeitsplätze habe Probleme, sagt der Fabrikdirektor. Wenn es in Afghanistan zu wenig Jobs gäbe, habe das Auswirkungen für das friedliche Zusammenleben der Menschen. Zu den Vorzeigeeinrichtungen in der Region gehört die von Deutschland finanzierte Schule Al-Jihad. achthundert Mädchen lernen hier jeden Tag. Und das in einer Gegend, wo jeder Zweite, der etwa 1 Million Einwohner, keinen Zugang zu medizinischer Hilfe, zu Strom und Wasser hat. Nach dem Abzug der Deutschen und einer möglichen Rückkehr der Taliban wäre die Existenz der Mädchenschule gefährdet. Davor haben die Menschen am meisten Angst, sagt die Schuldirektorin. Mit dem Rückzug der Bundeswehr wird sich die Sicherheitslage verschlechtern. Ich hoffe, dass die Taliban nicht zurückkehren. Denn Bildung für Mädchen wird es dann nicht mehr geben. Ich hoffe wirklich inständig, dass dies nicht passiert. Doch die Taliban rüsten auf und bringen sich in Stellung, befürchten die Menschen. Die afghanischen Sicherheitskräfte seien noch nicht in der Lage, nach dem Abzug der Bundeswehr für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Doch wie dem auch sei, die Bundeswehr zieht ab. Der Staub von 8 Jahren wirbelt aus den Tarnnetzen. Staubwolken flimmern in der Luft, Husten ist vorprogrammiert. Der Abbau läuft in vollen Zügen. Bis zu 520 deutsche Soldaten waren in Faisalabad stationiert.
Für die Sicherheit des Lagers waren Mongolen verantwortlich. Ihr Chef, Major Purev Delgemurun, der im Rahmen seiner Ausbildung auch mal 6 Jahre in Deutschland war, werde die Kameraden der Bundeswehr vermissen. Wie ist es für Sie persönlich, jetzt hier wegzugehen? Ja, ein bisschen traurig. Ich war schon 2010 hier und ja, der Rückbau, Abbau, es ist sehr schmerzhaft und es ist ganz schöne PRT gewesen. Und von einer Seite, wir haben auch sehr gute Zusammenarbeit mit deutschen Kameraden gehabt. Ja, also es bleibt ganz schöne Erinnerung in meinem Herzen. Dankeschön. Doch noch ist es nicht so weit. Es gibt noch viel Arbeit, bis die letzten deutschen Soldaten abziehen. Vor allem für die afghanischen Lkw-Fahrer, die die deutschen Güter aus dem Feldlager in Faisabad abtransportieren. Ein gefährlicher Job. Vor der Fahrt geben sie alle Papiere und Ausweise ab, damit sie unterwegs bei einem möglichen Überfall nicht in fremde Hände gelangen. Über Land führt nur eine befestigte Straße aus Faisabad heraus. Inshallah heißt es bei der Abfahrt. So Gott will. Denn immer wieder kommt es zu Anschlägen oder Übergriffen. Aufbruch Richtung Westen in die nächstgrößere Stadt nach Talokan. Thema Nummer 1, auch der Lastwagenfahrer, die Sicherheit. Sind die internationalen Truppen erst einmal weg, befürchten sie, fehle der stabilisierende Faktor, ein blutiger Machtkampf sei zu erwarten. Nach 180 Kilometern erreichen wir die Hauptstadt der Provinz Tachar. Mitten in der Stadt unterhielt die Bundeswehr einen Stützpunkt. Dann zogen sich die Deutschen völlig überraschend aus Talokan zurück. Gerd Frese vom Auswärtigen Amt kennt hier noch jeden Winkel. Hier standen Container, da hatte das Polizeiprojekt Container, die wurden aber vom Polizeiprojekt nie benutzt. Und dann auch Container, in denen Bundeswehrsoldaten untergebracht waren. Insgesamt haben wir hier mit 50 Menschen gelebt. Darunter eben 2 Zivilisten und der Rest Soldaten. An dieser Mauer versuchten im April 2011 aufgebrachte Afghanen, das deutsche Camp zu stürmen. Dramatische Szenen spielten sich damals ab, erinnert sich Gerd Frese. Für einen Moment war es an dieser Ecke wirklich sehr kritisch. Die Soldaten waren sehr nervös. Es sind dann auch hier 4 Soldaten verletzt worden, weil eine Handgranate rübergeworfen wurde. Das war zu einer Situation, wo es auf dem Dach des Generators gebrannt hat und man Angst hatte, dass dieses Lager fängt an zu brennen und das Materiallager da hinten auch gebrannt hat. Also es war eine recht knifflige Situation, die ich ungern wieder erleben möchte. In diesem Haus hatte der deutsche Diplomat sein Zimmer. Hier ist dann der zweite Flügel. Nochmal wieder ab. Da stehen auch nochmal. Kommt noch am ehesten ran, wie die Zimmer ausgesehen haben. Hier hätten wir also ein Zweibettzimmer. Das Gebäude wurde erst kurz vor dem überstürzten Abzug der Bundeswehr fertiggestellt. Soweit wie ich weiß, so wie es jetzt ist, bleibt es hier halten. Es wird draußen noch die Filteranlage weggenommen und der Chief Guard sagte mir eben, die Schlachtbäume werden wohl noch kundus gebracht. Aber dieses bleibt jetzt so. Für Gerd Frese hat der plötzliche Rückzug noch heute den Beigeschmack einer übereilten Flucht. Der Abzug kam sehr überraschend. Es gab wieder Demonstrationen in der Stadt und da hat dann die Bundeswehr entschieden, alle abzuziehen. Und da mussten wir innerhalb von 2 Stunden, wir als Zivilisten mitgefangen, mitgehangen, unsere Sachen zusammenpacken und aufsitzen. Nachdem die Bundeswehr aus Talokan abgezogen war, verließen auch die meisten deutschen Helfer Afghanistan. Dirk Bredow von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, blieb. Zunächst noch mit einem mulmigen Gefühl. Die erste Befürchtung war, dass wenn die Bundeswehr weggeht, wenn generell die ausländischen Truppen aus der Provinz rausgehen, bei uns konkret die Bundeswehr, was passiert dann? Gibt es ein Sicherheitsvakuum? Was passiert dann mit dem, was wir so in Deutschland so als Talibs bezeichnen? Aber wir haben in Talokan da keine Veränderung gehabt.
Es gab keine stärkere Bedrohung für uns, ganz im Gegenteil. Wir haben hinterher unsere ganz normale Arbeit weitergemacht, weil es hat sich für uns de facto erstmal nichts geändert. Und das haben die Afghanen sehr positiv registriert, weil sie einfach dadurch auch gemerkt haben, ja, wir sind nicht die Schönwetterleute, die nur da bleiben, wenn wir schön bewacht sind von der Bundeswehr. So friedlich wie zuletzt wird es vermutlich nicht bleiben, befürchtet Dirk Bredow. Im Krisenfall müssen verschiedene Fluchtwege offen sein. Dabei könnte diese Brücke lebensrettend sein. Wir hatten dieses Jahr im Juni eigentlich unerwartet noch mal kräftige Regenfälle. Wir hatten dann am 24. und 25. Juni heftigste Fluten hier im Gebiet. Unter anderem ist da drüben der ganze Teil der Brücke weggespült worden. Deswegen gucke ich jetzt einfach, wie haben es die Kollegen gemacht. Es ist jetzt kein Projekt für uns, aber das ist vielleicht eine Brücke, die uns im Sicherheitsfall, für uns im Sicherheitsfall interessant ist. Und deswegen gucke ich einfach, wie läuft das hier. Doch im Falle einer Bedrohung säße Dirk Bredow in der Falle. Der Weg in das sichere deutsche Bundeswehrlager Richtung Westen führt durch Aufstandsgebiete und ist zu gefährlich. Nach Osten, über die Berge nach Faisabad geht es auch nicht, denn die Bundeswehr zieht dort ja ab. Was also tun, wenn es gefährlich wird? Idealerweise haben wir genügend Vorwarnzeit. Und dann können wir eben zum Beispiel Richtung Kunduz oder mit Hubschraubern weg, je nachdem, wie auch immer die Situation ist. Und das geht aber bis hin dazu, dass wir eben auch uns Gedanken machen müssen über schnelle individuelle Lösungen. Schnelle individuelle Lösungen. Der 49-jährige Schweriner arbeitet seit 5 Jahren für die GIZ. Er ist der letzte deutsche GIZ-Mitarbeiter, der noch in Talokan geblieben ist. Sein Arbeitsplatz, das Deutsche Haus, gleicht einer Festung. Teambesprechung am Morgen, erster Tagesordnungspunkt, die Sicherheit. Gestern gab es einen Anschlag auf den Polizeichef von Talokan. Er hat überlebt. Einer seiner Freunde kam ums Leben. Einen weiteren Anschlag gab es in Kunduz, aber unseren Kollegen geht es gut. Dirk Bredow leitet einen Mitarbeiterstab von 35 Afghanen. Gefahren und Anschläge für ihn und seine Mitarbeiter Routine. Kafta Ali. Es ist normal, weil wir bewegen uns so normal in einem Land, wo man nicht einfach mal so lustig kreuz und quer durch die Gegend fahren kann. Man muss schon eine gewisse Form von Risikobereitschaft haben, weil in Eberswalde im Rathaus ist das natürlich ein anderes Arbeiten. Dirk Bredow nimmt uns mit zu einer Klinik. Er will zeigen, wie groß die Not ist und wie dringend Hilfe weiterhin gebraucht wird. Die Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und Augenkrankheiten wird von der deutschen Hilfsorganisation Kinderberg mit Unterstützung der GIZ betrieben. Die Behandlung ist kostenlos. Der Augenarzt ist der einzige im gesamten Norden Afghanistans. Bauer Matsula nahm für einen 10-minütigen Behandlungstermin einen langen Anmarsch auf sich. Ich komme aus einem Ort aus der Nähe vom Panjshir-Tal. Zu Fuß sind es 5 Tagesmärsche bis hierher. Im Nachbardorf haben sie mir erzählt, dass es hier einen Augenarzt gibt. Sie haben gesagt, geh nach Takar, da gibt es eine Klinik, wo du deine Augen untersuchen lassen kannst. Die ausländischen Hilfen kommen nicht bei uns an, das Geld fressen die Großen, bei den Armen kommt nichts an. Aber du weißt schon, dass diese Klinik hier von den Deutschen bezahlt wurde, sagt der Klinikchef. Bauer Matsula bleibt dabei, was bei den Armen ankommt, ist zu wenig. Zur Klinik gehört auch eine Abteilung, in der unterernährte Kleinkinder wieder aufgepäppelt werden. Kinder, die ohne Hilfe kaum überleben würden, sagt die Säuglingsschwester. Die Kinder sterben. Sie werden in die Klinik gebracht. Wenn sie nicht kämen, würden sie sterben. Die Kinder sind nicht krank. Die Kinder sind unterernährt, weil sie arm sind. Bei uns bekommen sie 5 bis 6 Mal am Tag etwas zu essen und zu trinken. Und wir beraten sie in Gesundheitsfragen.
Dirk Bredow auf dem Weg zu einem weiteren Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Es ist eines von mehr als 200 Initiativen, die mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland in dieser Region aufgebaut werden. Hier handelt es sich um einen lokalen Fernsehsender, das sogenannte Landesfunkhaus Talokan. Ziel dabei ist, Meinungs- und Informationsfreiheit zu gewährleisten. Mein Programm, das RCDF, hat ja die Aufgabe, die staatlichen Strukturen in dieser Provinz zu stärken. Dazu gehört auch eben der staatliche Fernsehsender, der nun sehr wichtig dafür ist, um überhaupt erstmal in der weiten Provinz bekannt zu machen, was macht der afghanische Staat, das Government, die Departments hier überhaupt. Das ist nicht so einfach, denn die lokalen Politiker versuchen immer wieder Einfluss auf die Berichterstattung und den Inhalt der Sendungen zu nehmen. Unabhängiger Journalismus ist hier noch ein Fremdwort, was Dirk Bredow großes Kopfzerbrechen bereitet. Doch nicht nur das. Der Alltag ist für den GEZ-Mann ein ständiger Balanceakt zwischen Angst vor Anschlägen oder Entführungen und einem Leben in Frieden. Dirk Bredow will sich nicht abschotten, macht seine Besorgungen selbst, will ein normales Leben führen. Allerdings wechselt er ständig die Geschäfte oder Märkte. Auch hält er sich nicht lange am gleichen Ort auf und vermeidet damit, dass Fremde seine Alltagsgewohnheiten auskundschaften können. So versucht er, Entführungen oder Anschläge zu vermeiden. Die letzten Deutschen, die in Talokan verblieben sind, leben mitten in der Stadt. Ihr größter Schutz, ein respektvoller Umgang mit Angestellten und Nachbarn. Markus Ohm arbeitet für das Entwicklungshilfeministerium. Er hat früher im Bundeswehrcamp von Talokan gelebt. Gemeinsam mit Gerd Frese und Dirk Bredow bilden sie heute eine Männer-WG. Der GEZ-Mann hat heute Küchendienst. Aber man darf nicht vergessen, dass die Masse der Afghanen will uns ja nichts Böses. Das ist ja nicht so, dass wir hier ein Feindesland sind. Aber leider Gottes, wie jetzt letzte Woche in Kabul wieder, 2-3 Idioten reichen aus. Und man weiß nie, was die da vorhaben. Das darf man einfach nicht ausblenden. So lebt die Angst ständig mit, aber die Männer haben gelernt, damit umzugehen. Was sie vermissen, ist der Rundumservice der Bundeswehr im sogenannten PRT, dem lokalen Aufbaulager der deutschen Soldaten. Das gilt auch für Markus Ohm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für mich haben sich nur die persönlichen Lebensumstände geändert, das heißt der Komfort, den man in dem PRT genießen konnte, ist geringer geworden. Aber ansonsten, was die reine Arbeit an sich angeht, hat es keine Auswirkungen gehabt, dass die Bundeswehr im März gegangen ist. Glauben Sie, dass Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen die Chance auf eine friedliche Weiterentwicklung hat? Friedlich weiterentwickeln? Also meine Hoffnung liegt da bei der Generation, die jetzt so 18 bis 25, vielleicht 30 ist, bei den Leuten, die jetzt was anderes kennengelernt haben als nur Krieg. Küchen- und Wäschedienst. Die Männer-WG bespricht am nächsten Abend die Aufgaben für den nächsten Tag. Dann beginnt die Nachtruhe. Dazu schließen sich die Männer ein, wie in einem Bunker. Verbunden mit der Hoffnung, dass es in der Nacht friedlich bleibt. Auf uns wartet der US-Transporthubschrauber. Es geht auf die Schlussetappe. Es geht nach Mazar-i-Sharif, dem größten Feldlager der Bundeswehr, in Afghanistan und auch außerhalb Deutschlands. Noch einmal im Flieger Schulter an Schulter mit den Soldaten, noch einmal Schutzweste, noch einmal eine Stunde Flug, dann sind wir da. In Mazar-i-Sharif sind mehr als 5000 Soldaten stationiert, davon die Hälfte von der Bundeswehr.
Das Camp hat die Ausmaße einer deutschen Kleinstadt. Es gibt sogar einen Pendelbus. Er fährt rund um die Uhr. Auf dem Gelände vor dem Haupteingang geht es hoch her. Schweres Gerät wird hin und her bewegt. Lastwagen mit Containern oder Fahrzeugen kommen und gehen. Masai Sharif ist die Drehscheibe des Abzuges. Also hier passiert der zentrale Umschlag, was wir machen, der innerafghanische Transport. Wir schlagen hier auf dem Bauhof um die ganzen Container, die raus und reingehen von Masa und nach Masa, genauso wie die Fahrzeuge. Auch die Lkw aus dem Bundeswehrlager in Faisabad kommen hier an. 2 Tage Strapazen liegen hinter den Fahrern. Taliban, Al-Qaida. Taliban, Al-Qaida, alles kann man auf der Strecke erleben. Ein großer Stress ist das. Die Angst fährt mit. Fährt immer mit. Doch der Abzug ist auch ein großes Geschäft. Es lässt sich viel Geld damit verdienen. Die Lkw-Fahrer zum Beispiel können auf den gefährlichen Touren in nur einer Woche so viel Gehalt einstreichen wie sonst in einem halben Jahr. Ich habe eine große Familie zu ernähren, viele Kinder, dazu noch Geschwister. Mir bleibt keine Wahl. Ein gefährliches Geschäft. Ja, die Fahrer bekommen $1000 am Tag. Jetzt bekommen das für Essen, Trinken und natürlich auch als Wegezoll, als Schutzgeld für die Taliban. Wie gefährlich ist denn der Job für die Fahrer? Also für die Fahrer ist es sehr gefährlich. Es ist mittlerweile auch so weit, dass sie nachts nicht mehr fahren, weil die Bedrohungslage einfach momentan zu hoch ist. Also uns wurde auch berichtet, dass schon 1-2 Fahrer während der Transporte ums Leben gekommen sind. Afghanistan, ein gefährliches Land, der Abzug eine gefährliche Operation. Der Einsatz dauert bereits länger als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen. Und der Heimweg ist lang. Fast 6000 Kilometer sind es von hier bis nach Deutschland. Wie also die riesigen Mengen an Material kontinuierlich angekarrt in mehr als 10 Jahren wieder nach Hause bringen? Die Topografie des Landes und die politischen Verhältnisse in der Region versperren viele Wege. Es bleiben 4 Möglichkeiten. Variante 1, die Route über den Landweg nach Pakistan zum Hafen in Karachi und dann weiter mit dem Schiff nach Deutschland. Kosten 7.500 Euro pro Container. Großes Problem, die pakistanische Regierung schließt immer wieder ihre Grenzen. Variante 2, mit der Eisenbahn über Usbekistan und Russland bis nach Riga und dann weiter mit dem Schiff nach Deutschland. Kosten ebenfalls 7.500 Euro pro Container. Problem hier, Usbekistan ist ein schwieriger Verhandlungspartner. Wesentlich kostspieliger Variante 3. Zunächst mit dem Flugzeug bis zum Schwarzen Meer und dann weiter mit dem Schiff nach Deutschland. Kosten dafür 24.000 Euro pro Container. Schließlich die teuerste und schnellste Variante, nur mit dem Flugzeug. Angemietete russische Antonovs oder Iljuschins fliegen direkt nach Deutschland. Stolze 40.000 Euro kostet das pro Container. Die Prognose der Cheflogistiker der Bundeswehr, alle 4 Möglichkeiten des Rücktransports werden genutzt. Beim Start von Variante 2 sind wir dabei. Ja, wir sehen hier 10 von 36 Containern, die als erstes mit der Eisenbahn nach Deutschland transportiert werden sollen. Das sind 10 Frachtcontainer von den 36. Das heißt, die haben meine Jungs und ich händisch gepackt, komplett See- und Eisenbahn transportfähig gemacht. Meinen Sie, die kommen an? Also ich denke auf jeden Fall, das Material, was hier drin ist, haben wir so ordentlich verstaut, das kommt definitiv in Deutschland ordentlich an. Gut ankommen, aber zunächst nicht mit der Eisenbahn. Eine neue Strecke wurde von den Amerikanern extra für den Rückzug gebaut. Für viele Millionen Dollar. 70 Kilometer lang auf afghanischem Gebiet vom Feldlager in Masai-e-Sharif bis zur Grenze nach Usbekistan. Doch leider mit der falschen Spurbreite. Sie ist nicht kompatibel mit der russischen Breitbahn und deshalb für den Rückzug unbrauchbar. Eine riesen Fehlinvestition. So müssen die Güter für den ersten Streckenabschnitt bis Usbekistan wie gehabt auf Lastwagen verladen werden. Erst in Usbekistan geht es dann auf die Schiene.
Eine wichtige Frage bleibt noch: Was passiert nach dem Abzug 2014 mit den vielen afghanischen Mitarbeitern? Was wird aus ihnen? Es ist kurz vor 7 am Morgen. Am Eingang des Bundeswehrlagers in Mazar-i-Sharif herrscht viel Betrieb. Hunderte Afghanen kommen zur Arbeit. Unter ihnen sind auch viele Übersetzer. Sie sind als Kontaktperson zur afghanischen Bevölkerung unentbehrlich. Vor allem für eine bessere Verständigung zwischen den Kulturen. Ohne diese Helfer wären die deutschen Soldaten in dem fremden Land aufgeschmissen. Einer von ihnen ist Ahmad Javed. Der 28-jährige Jurastudent macht sich große Sorgen um seine Zukunft nach Abzug der Bundeswehr. Die Aufständischen, die Taliban, wissen, dass wir für die Deutschen arbeiten. Sie denken, wir sind Spione. Sie glauben, wir würden für die Ausländer spionieren. Vor allem darum wird sich die Lage für die afghanischen Arbeiter und Übersetzer verschlechtern. Am Nachmittag fahren wir zu Ahmad nach Hause. Er wohnt mit seiner Familie in einem Vorort von Mazar-i-Sharif. Ein Taxifahrer bringt uns dorthin. Ahmad begrüßt uns am Außentor des Hauses seiner Familie. Der 28-Jährige hat noch 7 Geschwister. Alle wohnen unter einem Dach. Das ist so üblich in Afghanistan. Seinen älteren Bruder Feroz und seinen jüngeren Bruder Parvas lernen wir kennen. Ahmad unterstützt mit seinem Verdienst bei der Bundeswehr, etwa 50 Euro am Tag, die ganze Familie. Auch die Brüder fürchten den Abzug 2014. Noch fühlen wir uns sicher, aber wenn die Taliban zurückkommen, wird unsere Familie das erste Ziel sein. Denn alle wissen, dass mein Bruder für die Bundeswehr gearbeitet hat. Das ist bedrohlich und gefährlich für die ganze Familie. Nach Abzug der internationalen Truppen wird es einen Umbruch geben. Wir können dann nicht mehr in Afghanistan leben. Wir müssen auswandern mit der ganzen Familie. Am besten nach Deutschland. Wir erfahren noch von Übergriffen, von Entführungen und Attentaten auf Übersetzer. Einer der Kollegen von Ahmad sei vor kurzem von bewaffneten Männern bedroht und zusammengeschlagen worden. Alltag in Afghanistan. Schon ein Blick auf das 200 Hektar große Bundeswehrcamp in Mazar-i-Sharif genügt, um zu erahnen, wie kompliziert die Rückverlegung der Bundeswehr ist. Aus einem Land ohne Hafen, mitten in den Bergen des Hindukusch, tausende Kilometer von der Heimat entfernt. Sind die afghanischen Sicherheitskräfte in der Lage, nach dem Abzug allein für Sicherheit zu sorgen? Ja, für mich liegen die größten Herausforderungen darin, die richtigen Schwerpunkte zu setzen in der Qualitätssteigerung bei unseren afghanischen Partnern. Das sind insbesondere alle Fragen der, wie wir es nennen, Durchhaltefähigkeit, also Logistik und Infrastruktur, Instandsetzung beispielsweise und in den Führungsaufgaben, sie hier weiter zu verbessern. Je besser uns das gelingt, umso mehr können wir uns zurücknehmen und im Grunde unsere Aufgaben hier abschließen. Zurücknehmen und abschließen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.